Was glauben Sie, was die Männer da draußen gerade machen? In der Welt, wenn das keiner versteht. Die Deutschen erwarten, dass der Rest der Welt am Ende der Leitung Deutsch spricht. Aber da täuschen Sie. Übrigens begann Ihr Unterricht bereits vor 17,5 Minuten. Pünktlichkeit und Disziplin. Ich war vorher ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, mir hat das sehr gut gefallen. Was schön war, war einerseits auch, dass die Gruppe der Kinder eigentlich, dass sie durch den Zusammenhalt und durch Vertrauen auch es dann doch geschafft haben, zusammen Fußball zu spielen. Und dass sie so auch dann ja, die älteren Herrschaften dort, die Lehrer sozusagen auch fasziniert haben dafür. Und, viele Leute angezogen haben. Schon interessant, ne? wie schwer das war, damals so ein einfaches Spiel in Deutschland durchzusetzen, auch wenn es jetzt schon 120 Jahre her ist. Ja, stimmt. Also es ist immer schwierig, Dinge, die vielleicht immer nicht so gewöhnt ist, durchzusetzen. Und wir hatten eine ähnliche Situation mal bei der WM 2006 mit diesen Gummibändchen zum Beispiel. Kann ich mich noch erinnern. Und jetzt hat es fast jeder Verein und führt es dort im Training bei. Ich fand einerseits auch im Film ganz cool die Kostüme von damals. Und natürlich hat der Daniel Brühl super gespielt. Aber auch die Kinder, die das schauspielerisch sehr gut gemacht haben. Und es hat schon ein bisschen auch gerührt. Also so, wenn man sieht, dass ein Kind das genommen wird, was es eigentlich am liebsten machen will. Und deswegen fand ich den Film schon im Nachhinein sehr gut. Ja, mir hat er, glaube ich, wie allen anderen auch sehr gut gefallen. Also er war sehr schön gemacht. Wie es ungefähr ausgeht, konnten wir uns natürlich vorstellen. Aber er hatte darin einige sehr lustige Szenen. Also war sehr, sehr anspruchsvoll gemacht. Und ich glaube, dass der Film die Botschaft auch gut rüberbringt. Empfehlenswert für Familien, mal reinzugehen und sich anzuschauen? Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, dass das auch sogar für manchen Profifußballer ganz gut wäre, nochmal reinzuschauen, wenn man sich ansieht, dass die Grundvoraussetzung sozusagen zum Fußballspielen Fair Play ist. Glaube ich, sollte man sich das immer angucken. Ich bewundere Ihren Mut. Haben Sie an die Konsequenzen für die Schüler gedacht? Wo warst du? Lassen Sie mich sofort runter! Machen Sie die Zukunft meines Sohnes nicht kaputt. Mutter, du sollst das mal anschauen, wenn wir spielen. Du wärst stolz auf mich. In diesem Spiel können Sie alles gewinnen oder alles verlieren. Du kannst mich zu nichts mehr zwingen. Jeder, der diesen Raum verlässt, fliegt von der Schule. Hip hip hooray, Boys. Hip hip hooray. Der ganz große Traum. Demnächst im Kino.